Wir erwarten eine spannende Woche, die ja auf 4 Tage verkürzt wird, weil wir ja für die Arbeitszeitverkürzung sind, was auch eine Rolle spielen wird. Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Liebhaberinnen einer linken Zukunft. Mit der Gegenwart so, wie es im Moment in der Welt läuft, kann man gar nicht zufrieden sein. Und hinterher wollen wir alle ein bisschen schlauer sein. Mich erinnert das so ein bisschen an Zukunftswerkstätten, die es früher in den 70er Jahren gab. Aber gibt es ganz viele Möglichkeiten. Jetzt kommt es vielleicht mit Barrieren von sozialen Garantien des Lebens sprechen. Aber vor dem Hintergrund dieser Debatte, die wir miteinander haben. Linke sind ja im Alltag permanent mit ganz wichtigen Abwehrkämpfen beschäftigt. Die müssen auch sein. Aber damit die Abwehrkämpfe nicht zum vergeblichen Rennen im Hamsterrad werden, braucht es halt die Perspektive auf ein weitergehendes Ziel. Insofern geht es heute und hier und bei der Linken Woche der Zukunft nicht darum, was wir für die anderen tun können, sondern immer, was wir gemeinsam in die Wege leiten können. Es sind hier sehr viele Leute versammelt, die an sehr vielen unterschiedlichen Baustellen der deutschen Gesellschaft aktiv sind. Das ist insofern inspirierend, als man sich andere Gedanken darüber macht, mit wem redet man da eigentlich. Wie können wir die Potenziale so umsetzen, dass es die sind, die wir als positiv empfinden und nicht die, die eine schwarze, düstere, möglicherweise totalitäre Zukunft darstellen oder einen noch schlimmeren Raubtierkapitalismus? Wir arbeiten zusammen als gesellschaftliches Projekt für ein anderen Vorschlag darum, wie man aus der europäischen Krise rausgeht. Gott, das ist ein Riesen-Event, das macht irgendwie so eine Markierung und es werden Themen aufgeworfen. Um wirklich die Leute ans Herz zu packen, um sie mitfühlen zu lassen, was gerade in Griechenland los ist, warum die Welt von dort ganz anders aussieht als die von hier, habe ich manchmal das Gefühl, reicht die Sprache des politischen Diskurses nicht aus. Also interessant finde ich, dass die Leute, die ich hier heute Abend gesehen habe, mich eher an popkulturelle Zusammenhänge erinnern, die ich vor 20 Jahren irgendwie gekannt habe, wo ich dachte, das sind eigentlich herzlich unpolitische Leute. Die sind offenbar nicht unpolitisch, sind aber gleichzeitig schon, naja, nicht bieder auf eine Art, die mir ganz gut gefällt. Also man merkt so ein ganz gutes und gesundes Anspruchsvollsein, so ein Auf-den-Sprung-Sein bei dieser Veranstaltung.